Moin, herzlich willkommen bei der Bremer Braumanufaktur. Kommt rein, ich zeige euch alles. Mein Name ist Markus Freibler, ich bin der Gründer der Bremer Braumanufaktur. 2014 habe ich das Unternehmen gegründet und war am Anfang Gypsy-Brauer. Ein Gypsy-Brauer ist ein Brauer, der keine eigene Anlage hat, der sich der Kapazitäten am Markt bedient. 2019 habe ich dann einen Standort gefunden, hier im ehemaligen Kelloggs-Gelände. Wir befinden uns gerade in einem Raum, der früher mal gedient hat als Umkleide. Der Boden ist gefliest, die Wände sind gefliest, optimaler Platz für eine Brauerei. Als Bremer Braumanufaktur haben wir uns die Aufgabe gestellt, lokal zu arbeiten. Das heißt, lokale Lieferanten stehen bei uns im Fokus. Für Bier ist es relativ einfach, wenn das Wasser in Ordnung ist. Das Bremer Stadtwasser ist ein hervorragendes Brauwasser. Wir haben direkt eine Melzerei am Hafen hier, aus der wir 95% unseres Malzes beziehen. Nur beim Hopfen. Hopfen ist schwierig. Der letzte Hopfenbauer in Bremen, der war wahrscheinlich im 16. Jahrhundert unterwegs. Hopfenbauern gibt es hier keine. Die Idee war, selber Hopfen anzubauen. Und schnell haben wir festgestellt, das macht keinen Sinn, das kriegen wir nicht hin, das ist zu arbeitsaufwendig. Dann habe ich eines Tages im Weserkurier einen Artikel entdeckt. Ein Artikel über die Gemüsewerft. Das ist eine Initiative der Gesellschaft für integrative Beschäftigung. Die haben einen Garten gegründet, die haben den gerodet und die Möglichkeit gegeben, dass man dort selber was anpflanzt. Ich bin hinmarschiert, Gummistiefel angezogen und habe den Geschäftsführer gefragt, ob er für mich Hopfen anbaut. Der hat gesagt, wie geht das? Ich habe gesagt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es unheimlich viel Arbeit macht. Er hat gesagt, macht nichts, probieren wir aus. Und so ist es zu einer sehr, sehr schönen Verbindung gekommen. In der Zwischenzeit gibt es in Bremen 3 Hopfengärten, bei denen unser Hopfen angebaut wird. Wir wollen weg von der langweiligen Bierlandschaft. Wir wollen kreative Biere brauen. Wir brauen natürlich auch Helles und Pils und Rotbier. Aber heute zum Beispiel brauen wir ein New England India Pale Ale. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Wir sind jetzt in der Brauerei. Wir brauen heute New England India Pale Ale. Dazu brauchen wir Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Das Malz bearbeiten wir zuerst, indem wir es schroten. Wir zerkleinern es. Wir wollen einen Inhalt ran. Das Weiße im Korn, die Stärke. Diese bauen wir im zweiten Prozessschritt beim Maischen ab in Zucker. Den Zucker vergärt dann die Hefe zu Alkohol und CO2. Darum geht es beim Brauen. Das Korn selbst hat eine Hülle, die sogenannte Spelze. Die würde ein komisches Mundgefühl beim Trinken ausmachen, deshalb filtrieren wir sie ab im dritten Prozessschritt, dem Läutern. Das Zuckerwasser, das dann entsteht, das wird dann gekocht mit Hopfen. Der Hopfen bringt die Bittere und das Aroma. Wir ziehen die blanke Würze ab und gehen damit durch einen Kühler in das Gärgefäß. Vergoren wird in 3 bis 7 Tagen. Das hängt von der Biersorte ab. Ober-, untergärige Biere, je nachdem, was wir herstellen wollen. Von da aus geht es in die Lagerung. Dort reift das Bier. 4, 5, 6 Wochen lang. Und danach schmeckt's. Und wie? Kommt vorbei und überzeugt euch selbst. So schmeckt Bremen. Nordisch, hopfig, lecker. Prost!